Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Heute übertragen wir für Sie ein Nationalmannschaftstestspiel. Ungarn gegen Frankreich. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Da ist die Startaufstellung der Gastgeber. Sie wählen das 3-5-2, Buschi. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Thierry Henry ist ja der Rekordtorschütze von Frankreich. Wer ist denn der Rekordspieler, Buschi? Das ist Lilian Thuram. Unglaubliche 142 Spiele hat er für die Nationalmannschaft absolviert. Der Blick auf die Aufstellung von Frankreich. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Schöner Pass. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Ja, da ist abseits. Ist ein Augenblick zu früh losgelaufen. Rabiot. Da haben wir Hernandez. Die wichtigste Frage für heute lautet für mich, was kann Kylian Mbappé heute zeigen? Kann ich dir sagen, eine Menge. Das ist der Mann für die besonderen Momente, für den Fußballzauber. Was kann der dribbeln? Wie schnell ist der? Wie abschlussstark ist der? Wahnsinn. Spielt den Ball. Er kann abwehren. Weiter gefährlich. Einwurf Frankreich. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Antoine Griezmann mit dem Tor. So, Blick auf die Wiederholung. So verwandelt man einen Elfmeter souverän. Mit ganz viel Coolness, ganz gelassen.
So, weiter geht's. Führung jetzt also für Frankreich. Orban. Der Ballverlust. Sie kommen jetzt über außen. Gute Chance für eine Flanke. Griezmann. Pogba, da bieten sich die Mitspieler an. Da ist die Balleroberung. Da wäre Platz für den Konter. Die Franzosen verlieren diesen Ball. Kanté. Rabiot. Kanté hat den Ball. Benzema. So, jetzt die Franzosen am Ball. Rabiot. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Unglaubliche Parade. Die Ecke kommt von Griezmann. Da können sie erstmal klären. Presnel Kimpembe. Da ist Pogba. Benzema. Drüber, Buschi. Kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Pavard. Ball jetzt bei Griezmann. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Kanté. Rabiot. Die Chance zum Tor. Abgepfiffen. Fahne oben. Und das war extrem knapp, aber die Entscheidung ist vertretbar. Nagy. Olan Salay. Super Pass. Parade von Lloris. Weiter geht's. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Also die Aktion vor einigen Sekunden, den müssen sie machen. Dann sind sie wieder drin in dieser Partie. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Mbappé. Ballbesitz Hernandez. Kimpembe. Kanté. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Die haben das grundsätzlich einen Tick besser gemacht in der ersten Hälfte. Aber sind wir ehrlich, ein Tor ist kein beruhigender Vorsprung.
Frankreich geben in der Führung in den zweiten Durchgang. Spiel läuft wieder. Conte. Ist hier immer noch am Ball. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Adam Szoloi. Und jetzt die Chance. Ah, oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Herr Griezmann, gute Aktion. Ja, abgefangen hier von Griezmann. N'Golo Kanté. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Wir schauen kurz auf die Entstehung dieses Treffers. Tolles Kurzpassspiel von N'Golo Kanté. Und dann ist Kylian Mbappé aus der Mitteldistanz zur Stelle. Ja, schöne Aktion. Da sieht man mal wieder, was der für ein Auge hat. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Es läuft alles für die Franzosen. Sie liegen hier vorn. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Schäfer. Gefährlich! Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Pogba. Karim Benzema den Ball. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Er holt sich den Ball. Jetzt Benzema am Ball. So, jetzt die Franzosen am Ball.
Griezmann am Ball. Rabiot. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da holt er den Ball zurück. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Mbappé. Tolisso. Da haben wir Hernandez. Paul Pogba. Das ist Pogba. Griezmann, Riesenchance. Sie haben immer noch den Ball. Tor für Frankreich. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann hat Kylian Mbappé kaum Platz. Die Abwehr ist da, die Räume sind eng. Aber das macht ihm gar nichts aus. Jetzt also. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Orban. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Tolle Leistung heute. Das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt. Wie hat dir der Auftritt von Kylian Mbappé heute gefallen, Buschi? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Antoine Griezmann mit dem Tor. Unglaubliche Parade. Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Adam Szolai. Oh, da fällt das Tor und sie sind zurück im Spiel. Ja, abgefangen hier von Griezmann. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Pogba. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.
Griezmann, Riesenchance. Sie haben immer noch den Ball. Tor für Frankreich.